Entwicklung, Programmieren, Software warten etc. Okay. Das heißt, Code schreiben und so weiter. Programmieren. Wenn du das drückst, passiert das. Software warten. Error E0X200034 und das wieder beheben. Richtig? Systeme, Hardware, Netzwerke, Anwender betreuen. Okay. Ja, genau, das ist das. Ja, Hardware schon. Das mit dem Anschlag kenne ich. Manche Sätze kann man auf unterschiedliche Weise verstehen. Die Mitarbeiter machen oft auch Dinge, die komplett falsch sind, würde immer wieder. Ich mir sicher bin, zu einer unabhängigen Beratung gehen. Caritas, die Linke, öffentliche Vereine. Und auch guten Morgen an alle. Hänsel, Gretel, morgen. Caritas ist so eine Beratungsstelle, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Auch jetzt dazu aufgehört zu regnen. Ach, endlich, ey. Meine Damen und Herren, wir müssen einmal wenden. Ach, das ist ja ein Auftrag. Das heißt, es könnte ja sein, dass ich dem abschließe, ohne den alles gemacht zu haben. Geil. Was? Ja? Nein, Janine ist krank. Was? Meine Frau. Und den Fehler als Feature verkaufen. Den Fehler als Feature verkaufen finde ich auch geil. Das ist kein Fehler, das ist eine neue Anwendungsart. Und zwar, sie könnten dadurch durch ein MS365 Office-Paket, das im Jahr sie 285 Euro kostet, diesen Fehler auch als Chance für eine neue Zukunft sehen. Yay. Yeah. Ja. Soll schon was in Programmierrichtung sein. Also, auch wenn ich nur den Grundinformatiker mache. Weil das Problem ist ja, du hast ja dann wieder zwei unterschiedliche Programmiersprachen. SAP hat ja wieder ihre eigene. Ich bin nach Haus. Ich kann gut mit Excel. Und ich habe es geschafft, den Drucker wieder zum Laufen zu kriegen. War bei dem das Problem Verbindung oder? Nee. Es war schon irgendwie, der war nicht kompatibel mit Windows 11, bla bla bliblub. Und ach, da war ganz viele. Ich musste sozusagen ein Ghost Windows 7 drauf machen, was ich dann aber im Nachhinein nicht war. Ach, keine Ahnung. Ich habe einfach probiert, gegoogelt gemacht. Wenn eine Fehlerbehandlung im Bereich des Problems verursachen können. Wollen guten Morgen. Haben wir immer versucht, den Fehler als gewolltes Verhalten zu erklären. Geil. Ja, ich kenne es noch von jemand anders, der hat halt wirklich jedem Kunden zugewiesen bekommen. Ja, da aktiv drum gekümmert oder mehrere vor sogar, ne? Und da geht es ja nicht um den Verdienst, da geht es ja einfach wirklich nur um die Technik, die da hinten steht. Weil ich meine, die ganze Zeit Logfile auszulesen. Ja.
Ist es jetzt oder ist es jetzt Es. so? Ist, ne? Ja. Voll ist damit durch. Das war's. Brauche ich einfach erst. Soll mal hier auf die Strecke gucken, ja. Und zwar, was wollten wir denn jetzt machen? Manchmal ging das schon gegen das eigene gute Gewissen, aber für die Tone von Martin. So, ist mein Frauchen wach oder nicht? Ich bin gleich wieder da, Chat. Prozent erst abgeschlossen, was ist das denn? Vielleicht ist es schon fast fertig. 80% habe ich jetzt gesehen. War auf jeden Fall eine spannende Sammlung mit euren Konten und vielen konnte er auch gut helfen. Was machst du jetzt toll, wenn ich fragen darf? Alter, an sich dieses. Wisst ihr, was seltsam ist? Ich habe hier auf dieser Tastatur normalerweise ist zwischen Y und Shift ist doch immer dieses kleine und größere als Zeichen. Das habe ich hier auf dieser Tastatur nicht. Kurze Frage, brauchst du das Stroh auf dein Feld nicht? Ach, siehst du, das wollte ich auch noch abfahren. Nee, klar brauche ich das. Also was jetzt brauche ich nicht. Nee, ich würde es, wenn du es brauchst, kannst du es auch haben, aber ich. Kauft das Nö, sowieso. sonst, naja, dann würde ich deine Ladewaage quasi verholen und dir das dann verkaufen. Ja, wer auch immer. Bin noch gemutet, okay. Ah, sorry. Nochmal was, du willst. Also du willst das schon mal laden? Mhm. Ladewagen kannst du mal dann. Nimmst deinen Ladewagen, ja. Dann ich das Ding vor. Ja. Da du mir letztes Mal geholfen hast. Wie heißt denn das Ding? Oh, du hast, bist noch ein Unternehmer? Nee. Ja. Doch. Aufheben? So, also. Aufheben. Okay. Also. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Also, nee, bist du noch Lohner bei mir? Bei dir steht Aufheben. Okay, warte mal, ich check mal ab. Toi, ich hatte kurz, ich hätte gefragt, was du jetzt machst, wenn du jetzt nicht mehr da bei SAP bist. PS habe ich überhaupt. 200. Kleine Karte mit 80. Also, wie sagt man das als Programmierer, das mit den gemutet war, gewollt?
Aber gut durch hier, ne? Es gibt keinen Bug, sondern Fehler, sind alles Features. Sieht schon ganz cool aus, ne? Wenn die Erde da hochgeballert wird, da. Oh, well. Ran, die Buletten. Buletten, da sagst du was. Müsste noch mal so ein Mittagessen machen, wo wir diesen polnischen Salat zu essen können. Wir hatten am Samstag Putenbrust, die viele Gemüse und Reis dazu. So einfach. Viel zu viel gesund. Natürlich haben wir. Ich habe am Wochenende so ein richtig geiles Hausmannsessen gemacht, so richtig Kartoffeln mit Schnitzeln und Soße und so einen polnischen Surówka heißt das, das ist so ein Krautsalat mäßig mit Möhren und so. Oh, das war so lecker und von dem Salat, es kommt immer so viel raus, weil du da irgendwie eine so eine Packung Weinkrautsalat mit reinmachen musst. Jetzt überlege ich gerade, das hält sich noch. Aber ich überlege gerade, was ich dazu machen könnte, vor allem weil meine Mädels in der Woche vegetarisch essen. Weil ich vegetarische Buletten. Das wäre doch mal eine Idee. Ich habe nach freier Auswahl von meinen Armen entschieden, wenn ich besonders aufstehen kann. Ja, oh shit, da ist ein Baum im Weg irgendwie. So, dann mit Autoteil. So, ich habe nach 3 Jahren Ausbildung und 5 Jahren Arbeit entschieden, dass Programmieren nicht so meins ist und mich da und nicht mehr aufsteigen kann, wollte ich damit die Beratung gehen bei SAP. War nicht möglich, habe ich dann dort gekündigt. Plan A war externe Firma Berater werden. Plan B war meine nebenberufliche Selbstständigkeit Vollzeit zu machen. Es wurde Plan B mit Autoteilen. Ach cool, Autoteile? Wir schmecken gerade richtig. Was hast du gemacht? So ein Online-Shop oder so ein wirklich stationären, so ein Autoteile-Handel, wo man noch so hin kann? Autoteile-Shop habe ich mir auch schon immer mal überlegt, dass ich das gern hätte, aber die waren immer mehr am Aussterben. Hab einen Online-Shop. Und ich mich auch noch einen Laden geschafft. Bis 2001 hatte ich auch noch einen Laden geschafft. Ja, genau. Und so ein Ladengeschäft, das war also eigentlich so ein ganz grober Traum. Mein Vater ist ja Kfz-Meister. Und das, was ich immer gesehen habe, sind früher immer auf Schrottplätze gegangen, ne, um Ersatzteile aus Autos so rauszuschauen. Und ich wollte immer einen Schrottplatz haben, eigentlich. Das wäre so der ganz große Traum gewesen. Schrottplätze irgendwie geil sind. Oder halt so ein Autoteilehandel fand ich auch immer cool. Da vermutlich mal hast du bestimmt die Loot-Dolls geguckt, oder? Ich handle nur mit Neuteilen. Ja, klar. Ludolfs habe ich. Alter. Ich habe so einen lauten Klingelton jetzt eingestellt. Na, mein Schatz, bist wach? Habe ich mir sowas in der Art gedacht. Deswegen wollte ich noch kurz warten. Toi. Wie heißt der Shop? Jetzt kommt's. Autoteile 24. Ja, darfst du. Hast du Käferteile?
freigegeben. Was freigegeben? Was reingeschrieben hat. 3 Sternchen. Hä? Hat der Ding reingesetzt, oder bestimmt? Nee, die hat er doch geschrieben, die 3 Sternchen. Die sind doch geschrieben, das ist nichts, kein Mod-Ding. Okay. Hä? Da gerade nicht so sicher. Ihr habt einen Link gepostet. Echt? Ja. Habe ich so noch nie gesehen. Das habe ich schon öfters bei mir gehabt. Warte mal. Das ist aber komplett neu, habe ich so noch nie gesehen. Permit. So. Versuch's nochmal. Ah, Mindmaker von Lina, hast du einen Lied rein? Er geht trotzdem nicht? Hä? Was ist denn das? Fürs Auto minus .de. Für minus Auto .de. Hä? Mindmaker, wie kommst du denn auf Lina Larissa Strahl, Alter? Das wird ja spannend. Ach, Permit ohne Ad, warte mal. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ausrufezeichen. Permit. Einfach ins Podium. Weil das eine der Lieblingsmusikerinnen, das ist ja die bei Bibi und Tina die Hauptrolle gespielt hat, und das ist eine Lieblingsmusikerin meiner Töchter, deswegen wundert mich das. Ich kenne eigentlich alle Lieder, weil meine Töchter die immer hören. So, jetzt aber. Hä? Okay. Aber das... Ja, versuch nochmal. Ach, da oben. Das Alter. Gibt's doch nicht. Was ist denn das? Habe ich auch. Ich habe den Namen noch richtig geschrieben. Mit 2 Nullen, ne? Das kann sein, dass es vielleicht von Twitch ist bei deiner Einstellung. Aber das hatte ich noch nie. Also. Ich habe doch immer. Also, immer konnte man Links hier reinschreiben. Oder macht man das nicht mit Ausrufezeichen, sondern mit Slash? Vielleicht habe ich das gesprochen. Permit? Nee. www. Wie war das? Fürs -auto.de. So. Tuning Style. Hast du KW-Fahrwerke? Oha. Und deine Frau muss als Fotomodel da stehen. Ne? Und echt mal jetzt eine blöde Frage, aber läuft das so? Weil das sind ja, also es ist jetzt keine Seite von den ganz Großen. Musst du viel für Werbung ausgeben? Also, ja. Ich bin fertig. Na komm, einmal zurückfahren wir noch und dann machen wir. Wenn ich ganz ehrlich sein. Ja, es gibt erstmal Geld. Wow. Was los? Ich arbeite doch für dich. Warum kriege ich dann Geld?
Das verstehe ich nicht ganz. Das Feld gehört dir. Der Stroh, was ich eingesammelt habe, gehört dir. Warum krieg ich dein Geld? Zu wenig Mika, super. Ich war gerade im Bereich Beleuchtung, keine kleine Nummer wurden. Auch mal in Grip gezeigt. Ach echt? Okay, cool. Oh, Beleuchtung, da musst du mal Holika anschreiben. Der braucht. Da kann man mal mit so. Oh, gibt's da ein Verkaufsverbot? Wusste ich gar nicht. Hast du noch welche auf Lager? Tim braucht regelmäßig welche, weil seine H7 LEDs immer wieder durchbrennen, weil er hat eine Musikanlage drin mit keinem, nicht, wie heißt der Vorverstärker, sondern dieser Amp-Filter, also der dieses Stromausgleich-Ding da macht. Kennst du? Wenn man den Subwoofer mal aufsetzt, dann darf man aber nur noch unter der Ladentheke. Ich sag ja, ich nicht. Schreib Tim an. Oh, Bastruck. So. Wir suchen mal nach Käferteil. Nichts für einen Käfer, okay. So, wie geht das jetzt? Dann kommt noch dazu, dass die ganze Welt bei Amazon und eBay. Daher kann ich das nur noch im Nebenjob betreiben. Ja. Das ist aber du hast selber ein Lager, ja? Also das ist ja immer das Schwierige, ne? Wenn man sowas hat, dass man selber die Lagerfläche haben muss. Aufräumen bin ich jetzt Postangestellter, okay. Rot-Weiß-Pflege, sehr gut. HP-Rate-Instrument. Krass. Kühlerschutz. Gott, jetzt habe ich voll lauter Zocken die Uhrzeit vergessen, ne? Ja, ich muss auch gleich aufhören. Ich habe dir 3100 überwiesen, gell? Das war die Einnahmen für. Ja, danke. Hat er dir das gemacht? Ja, hättest du ja dir was lassen können, ja. Eins im Nebenraum der Post und eins im großen Keller, naja. Rad und Achse, boah. Bremssattellack. Frühfolien. Alufelgen, Reparatursets, Reifenpanne, Razzienblenden, Bremsen. Brembo ist auch nicht einfach, Schneeketten. Boah. Ach ja. Verändert sich so einiges und bald wird das ja noch schlimmer, wenn es nur noch Elektrosachen gibt, ne? Was heißt nur noch Elektro, aber Verschleißteile. Ich kann keinen Trecker fahren. Erzähl was Neues. Wir arbeiten. Hallo, mein Schatz. Alles Guri. Was hast du? Den Postboten hast umgefahren. Den Postboten? Ja, so ein, weiß ich nicht, was der zur Post bringt. Unser Norden, unser Norden. Norden oder Nord, so. Ja. Und der ist so, der hat auf sein Handy geguckt, schon ist er immer so Schlangenlinien gefahren. Und ich konnte auch nicht so schnell klingeln, da habe ich immer Achtung, Achtung gerufen, aber es hat halt relativ spät gehört.
Ich hab Kopfhörer drin. So. Gut, ich muss dann, meine Frau ist da, ich muss dann nach Hause zu den Kindern. Und das war's für heute. Euch ein Feld gepflügt, die BIA, Schweinebacke. Oh, und ich hab für dich endlich mal gearbeitet. Auf dem Feld. So, schreiben wir den da erstmal einfach nur ab. Da steht. Aber guck mal, haben wir das Konto um knappe 10.000 Euro wieder bereichert. Ich glaube, da kommt noch was. Also machst du weiter. Ja, ja, drei Ladungen kriege ich auf jeden Fall noch raus. Das heißt, zweimal kriege ich noch raus. 6.200 kriegst du dann noch. Ja, du kannst ja auch was da lassen für die Arbeit. So, okay. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für diesen Stream. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, euch beim Schreiben zu lesen. Wahrhaft. Es tut mir leid, dass ihr belästigt worden seid von Bartolo. Es spielt aber hier auch manchmal. Und meine Mutter hat immer gesagt, akzeptiere auch andere Menschen. Nein. Auf jeden. Auf jeden. Ach, ja, aber. Ja. So, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Alles gut. So, einmal noch kurz gucken. Ach nö, ehrlich jetzt. Papa da. Ach, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich schon den dicksten Ladehänger. Ladewagen, und krieg trotzdem das Feld nicht voll. Ach, ich muss mir mal hier fürs Auto.de. Wenn ich schon jemanden Community habe, der da so eine Sachen hat, muss ich da auch mal. Ich finde schon heftig, dass die Beleuchtung gegen LKW-Fahrer schon, oder gegen die, wie heißt's? Rettungswagen, ne? Da soll ja auch weniger Blaulicht dran sein, weil es voll eingeblendet soll. Also die Diskussion, was da mal gab. Keine Ahnung. Angebot und Spezial, nein. Fürs Auto nennen wir das. Fürs das Auto. So, hab mir aber den Link mal gespeichert. Hi-Fi. Hast du aktive Subwoofer, so eine Mini-Dinge? Subwoofer, ich weiß nicht. Weil sie es einfach zu groß. Naja. Ich muss gucken, wer hier online ist. Ne? So. Du hast nur zwei Felder mit Weizen gehabt, ne? Oder mit Stroh? Drei. Drei? Wo ist denn das hier? Also. Und zwar die. Bin ich blöd? Die 50, die 37 und die 41. Okay, die 37 fährt sich. 41 muss ich dann noch machen. Passt. Ja, doch. So, ist hier meine Farming online? Achso, Gott sei Dank, so zeigt das nicht. Und zwei Leute online bei Farming. Wo wollt ihr hin, Chat? Dann schicke ich euch zu Para. So, also wir sind. Sachen sind nicht generell in einem Shop. Kann man natürlich gegen einen guten Preis besorgen. So, zweite Runde. Oi, ich hab dich jetzt auf dem Schirm. Und ich sag mal so, wenn ich mein neues Leben anfange und dann vielleicht einmal die Woche wieder in die Halle gehe.
Was ich hoffe, aber was ich nicht glaube, so ein bisschen. Dann. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Dann, dann, dann. Habe ich Bock, wieder hart an Autos zu schrauben. Ja. Und Red läuft. Das Film wird nicht veröffentlicht. Alle Clips sind gelöscht. Ja, also alles gut. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.